Ich bin mal wieder in Sachen Musik unterwegs, auf der heiligen Reise durch Deutschland und habe hier jemanden, den ihr wahrscheinlich optisch jetzt erstmal nicht so ganz richtig einordnen könnt. Warum, werde ich gleich erklären, aber den ihr zumindest im Ohr haben müsst. Es ist der Wendler. Nein, nicht der Wendler, sondern der Wendler ist das. Der Wendler, der mittlerweile seit Mitte der 80er Jahre musikalisch aktiv ist, nämlich der Frank Wendler. Hallo erstmal. Ja, hallo Peter. Hallo. Und ja, warum habt ihr ihn nicht auf Rechnung? Das kann durchaus den Grund haben, dass er einerseits auch als Schauspieler unterwegs ist, in diversen Sachen, da kommen wir dann gleich auch noch drauf. Aber auch andererseits, wenn ich das richtig im Kopf habe, deine letzte Aufnahme, jetzt abgesehen von der aktuellen, die jetzt gekommen ist, aber die Aufnahme davor, die ist von 2011, glaube ich. Ich mache Rock. Ich mache Rock, nee, ich mache Party. Oder ich mache Party, ja, Ja, das, eine Rockversion, hast hinterher rausgehört. ja, Genau, die ich gab's mache dann, Party. da gab es dann drei verschiedene Versionen von 2011, 12 rum. Ja. Ja, aber das war nicht meine letzte. Dazwischen habe ich noch ein paar andere gemacht. Warum habe ich die nicht gekriegt? Ja, sprechende Menschen können mir da helfen. Ja, nee, dazwischen gab es dann halt noch, wie gesagt, ich habe nur eine Coverversion gemacht. Dann habe ich ja noch alles zu Ende habe ich gemacht, den Song. Ja, der war noch dazwischen. Ja, wie gesagt, es ist noch zwischendurch was geschehen, wenn ich mich auch ein bisschen zurückgehalten habe. Ich muss jetzt gerade noch mal eben gucken, selber gucken hier. Genau, alles zu Ende war das. Ja, ich muss mal gucken, was ich so. Genau, Coverversion von Sierra Madre habe ich gemacht. Also der war auch noch dazwischen. Und dann. Warum hast du dich denn dann so ein bisschen so zurückgezogen? Ja, ich habe mich einfach mal so. Man kann sagen, nach 2014, Ende 2014, habe ich es ruhig angehen lassen. Ich habe mich mal so komplett so zurückgezogen und brauchte einfach so meine Auszeit. Und frisch verliebt, ne? Nee, das hat damit weniger zu tun. Ne? Dazwischen kam ja noch eine andere Geschichte, da habe ich jetzt auch nicht publik gemacht. Ich war ja nur auch 30 Jahre mit einer Frau zusammen und naja, die ist dann irgendwann verstorben nach 30 Jahren und war sicherlich mit ein Grund. Auch zu viel an Ohren gehabt, zu viele Dinge gemacht, Geschäfte dazu, die Musik und und. Und das waren einfach Sachen, wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt reicht es, jetzt muss ich mir meine Auszeit gönnen, bevor ich nachher den Deckel auf der Nase habe, habe ich gesagt, nee, Schluss aus und habe mir einfach, wie gesagt, die Ruhe genommen, um wieder mal ein bisschen aufzutanken. Naja, und so langsam bin ich wieder fit und habe gesagt, okay, die Sache hat mir zu viel Spaß gemacht, deswegen mache ich da einfach weiter und habe eine neue Produktion gemacht, um mal wieder so ein bisschen an die Front zu gehen. Ja, die neue Produktion, die heißt Gesucht nach dir, also Richtig. nicht nach mir, sondern nach dir. Ja. Der da guckt, zeigst du, halt du doch mal rein. Ja, genau, das ist hier Ja, das ist die da, neue Produktion. da ist das Cover, genau. Genau. Ja, mehr als Ja, Autogrammkarte. das ist so mehr Halt die mal ein Auto. bisschen näher Ja, ran wir hier. können. Sollen wir das so oder hier? Ja, so Ja, könnte da. das als CD aussehen. So. Ja, genau. Tja, jetzt kann man es, glaube ich, lesen. Ja. Ja. Warum sieht man dich da von hinten? Ja, das ist eine gute Frage. Das hat eigentlich damit zu tun, weil die Idee für den Song, die hatte nicht ich und auch für das Cover. Ja, die Produktion ist ja von Pit Berger gemacht worden, der ist ja auch hier aus Duisburg. Wir kennen uns schon lange und Schlagersuite, ne? Schlager Suite, genau. Ja, und ich hatte ja damals mal so durchblicken lassen, dass ich wieder was Neues machen möchte und nach dem Studio schaue. Ja, und dann hatte ich ja auch mit Pit Berger mal telefoniert und hatten wir uns verabredet und waren ja noch andere im Gespräch. Ja gut, und dann hatten wir irgendwann einen Termin und dann bin ich dann dahin. Und in der Zeit zwischen Telefon und Termin ist dann halt Folgendes passiert. Ich kam dann zum Pitch ins Studio, haben ein bisschen gequatscht und so. Ja, und dann hat er mir gesagt, okay, ich habe mir halt Gedanken gemacht über dich. Wir kannten uns ja, er kannte mich auch als Sänger. Und hat mir diesen Song geschrieben. Und da fand ich echt süß von ihm. Ich denke, gibt es gar nicht. Ist mal einer, der sich wirklich Gedanken gemacht hat, wo könnte es hingehen musikalisch.
was könnte man machen, was würde zu mir passen. Ja, und dann hat er das einfach gemacht, hat den Song geschrieben in der Zeit zwischen der Verabredung und dem Termin. Ja, hat er mir den vorgestellt, ich habe mir den angehört, ich fand ihn sehr interessant. Und gut, dann habe ich gesagt, dann hatte er natürlich auch die Idee gleichzeitig gehabt mit dem Cover. Mhm. Fand ich auch irgendwie ganz witzig. Ja, meistens sieht man den Künstler ja auf dem Foto von vorne und nicht von hinten. Naja, war eben damit begründet, die Straße halt gesucht nach dir, auf der Suche, ja. Mhm. Und man läuft und läuft und läuft und ist immer auf der Suche, ja. Mhm. Ja, das war so der Hintergrund und die Idee mit dem Cover, mit dem Song war alles super, super toll. Nachdem er dann fertig war, war ich natürlich auch sehr zufrieden mit der Produktion, mit der Nacharbeit und alles. Und jetzt finde ich ihn selber richtig klasse, weil auch in der ganzen Kombination, wenn man mal reinhört, auch musikalisch, da ist so viel drin. Der eine sagt, das ist vielleicht Richtung Volksmusik, der andere sagt, das ist Pop, der andere sagt, das ist Schlager. Ja, kann sich jeder selber aussuchen, aber ich finde, ist musikalisch sehr viel drin. Vom Text her, vom Gesang her, finde ich, ist das eine tolle Nummer geworden und bin sehr zufrieden und dankbar, dass ich diesen Song eben halt dann gemacht habe beim Pit. Auch nochmal Dankeschön an Studio, ja. Ja, so ist das Ding dann einfach mal gelaufen und entstanden, ja. Ja, jetzt ist nur die Frage, ich meine, soll jetzt kein Hetzen sein, du bist ja selber Produzent, du produzierst ja auch. Ja. Jetzt kommt ein anderer Produzent und kann es da nicht irgendwie zu Gewissenskonflikten kommen? Bist du da sehr tolerant? Ich bin da sowieso tolerant drin. Wenn ich irgendwas Gutes angeboten bekomme, was ja jetzt der Fall war, warum sollte ich nicht auch bei einem anderen Produzenten eine Produktion machen? Weil ich bin ja nicht so selbstverliebt, dass ich sage, ich muss nur das machen, was ich mache oder schreibe oder sonst was. Klar, ich hatte auch Ideen, nur durch meine Auszeit und alles um und dran habe ich jetzt nicht den Kopf gehabt, mich da hinzusetzen und einen neuen Song zu schreiben. Und habe dann eben halt das Angebot bekommen und habe es dann halt einfach wahrgenommen und gesagt, okay, Pit, wir wollten sowieso mal was machen zusammen. Und habe es dann einfach so spontan dann auch zugesagt, nachdem er mir das vorgestellt hat, das ganze Konzept. Mit dem Hintergrund, mit der Veröffentlichung, mit der Plattenfirma, mit Fiesta Records. Auch nochmal ein Dankeschön an Fiesta. Andi Rosmerik, ja, der sitzt noch in Amerika, der kommt nicht weg wegen dem schlechten Wetter. Der hängt noch im Schnee, genau. Ich hoffe, er kommt auch wieder nach Deutschland. Ja. Ja, den habe ich übrigens danach auch mal besucht, bei ihm in Köln. Ja, haben wir auch ein bisschen geredet, aber wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so selbstverliebt, dass ich nur eigene Sachen machen muss. Muss nie sein, also ich kann mit allem leben, was mich glücklich macht, verstehst du? Jetzt hat sich ja die Nummer mittlerweile schon so ein bisschen hervorgehoben. Das beweisen eigentlich, dass so einige Leute wegen Kopplungen ankommen durch die Hitparaden auf diversen Alben. Wie ist da dein Empfinden? Könnte da noch mehr kommen oder bist du schon für das, was bis jetzt ist, zufrieden? Na, zufrieden bin ich grundsätzlich mit dem Song und die Entwicklung ist ja auch nicht schlecht, wenn man schaut. Ich habe ja jetzt mitbekommen, hier in den Ballermann-Charts ist er jetzt auch in den Top 100, glaube ich, auf Platz 97 eingestiegen als neuer Song. Bei den Mallorca-Charts Platz 76, glaube ich. Und dann gab es da noch irgendwo die ein oder anderen Chartplatzierung. Also von daher bin ich recht zufrieden und nach oben ist immer Luft. Wenn es noch schöner wird, wenn der Titel halt so angenommen wird von den Menschen, die ihn mögen, ja, besser kann es ja nicht sein. Ja. Man muss ja nicht immer irgendwo auf Platz 1 rumtouren, ist sicherlich auch schön. Aber man sieht, es passiert was mit dem Song, der wird angenommen. Also haben wir, denke ich mal, gute Arbeit geleistet. Gut, das ist doch schon mal etwas. Wie lange muss man denn jetzt auf den nächsten Titel warten? Ja gut, ich habe jetzt erstmal gesagt, ich meine, früher hat man ja viele Dinge anders gemacht, da hat man direkt mit Album spekuliert und. Das aber wäre dann die nächste Frage. Aber ich glaube, so vom Hören sagen, wenn man sich in der Branche mal umhört, was nützt dir, wenn du jetzt ein Album auf den Markt bringst und läuft nichts. Mhm. Also man muss jetzt erstmal antesten mit einer neuen Produktion, wo der Zug hingeht, die Musikrichtung und so weiter und so fort. Und ich glaube, fangen wir erstmal mit kleinen Schritten wieder an. Mir macht es Spaß noch, wie gesagt, die Sache zu machen, zu singen
und mich auf die Bühne zu stellen. Und jetzt schauen wir, was der Titel erreicht, wo es hingeht. Wenn er sehr gut angenommen wird, wenn sich das umsetzt, dann schauen wir mal mit einer Folgeproduktion. Und dann muss man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ist die Nachfrage da? Will man mich haben? Mag man mich oder meine Songs oder wie auch immer? Dann kann man halt sehen, was passiert. Und dann kann man vielleicht mal über ein Album sprechen. Ja, gut, es bestehen ja zwei Möglichkeiten. Entweder man macht wirklich ein Album, wo neue Titel drauf sind, wo man noch ein oder zwei Titel als Single hinterher schießt. Oder man kann auch den alten Weg gehen. Du hast ja seit 1985 jede Menge Titel veröffentlicht, die zwar keine Chart-Erfolge waren, aber zumindest in den Diskotheken und bei deinen Live-Veranstaltungen sehr gut gelaufen sind. Ja gut, klar, man kann da hergehen aus den gesamten Werke, die man gemacht hat, einige Songs nehmen, mit auf dem Album machen, vielleicht noch zwei, drei neue Songs dabei, dann hätte man auch ein Album, klar. Und Alben werden ja heute nicht mehr gemacht mit 20 Titeln, so wie ich mitgekriegt habe. Heute sagt man 8 bis 10 Titel für ein Album sind ausreichend. Könnte ich rein theoretisch schon ein Album machen, klar, aber ich muss einfach mal schauen. Ist natürlich auch immer eine Kostengeschichte auch, darf man ja auch nicht vergessen. Wenn man alles selber finanzieren muss, man muss erstmal sehen, ob was zurückkommt, ob man mit dem Titel, wo man jetzt wieder angefangen hat, Erfolg hat, ob man da Jobs kriegt und. Da sind halt viele Faktoren, die da zusammenkommen, dass man vielleicht den einen oder anderen Menschen noch findet, der sagt, okay, komm, ich unterstütze dich da, wir machen was. Ist ja auch eine schwierige Zeit heutzutage, wenn man guckt, es gibt ja hunderttausende Interpreten auf der Welt und speziell auch in Deutschland. Jeder möchte machen und auch weiterkommen. Und ich bin ja nur einer von vielen, sage ich mal, und ob man sich da in der Masse irgendwann mal durchsetzt und ob das funktioniert, bleibt halt abzuwarten. Ja, das wird die Zeit bringen und ich mache es auf jeden Fall, solange es mir Spaß macht und dann mal schauen, wo der Weg hinführt. Ich mache mir da keinen Druck. Also ist momentan also noch nichts in Planung? Ja, gedacht ist schon was, aber erstmal schauen jetzt so in den nächsten Wochen oder Monate, wie sich das alles entwickelt mit diesem Song, ob man auf diesem Weg bleibt, diese Art von Musik macht, dann kann man sicherlich auf den nächsten Titel mal nachschießen. Das wäre jetzt also nicht das Problem, jetzt innerhalb kurzer Zeit einen neuen Titel zu machen. Aber ich möchte einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ja, ob der Weg vielleicht der bessere ist mit der Art von Musik, die ich jetzt gemacht habe, oder ob man vielleicht doch nochmal umschwingt, vielleicht doch wieder Richtung ein bisschen rockiger wird oder ich weiß es nicht. Man muss einfach mal abwarten und da sind ja auch viele Produzenten, die in der Musikgeschäft sind. Der eine sagt, mehr vielleicht in die Richtung zu gehen oder da. Aber wer weiß schon, was richtig ist, ja. Das kann man vorher nie sagen, man kann es nur ausprobieren, sage ich immer. Und wenn sich das gut entwickelt, ankommt, dann kann man sagen, okay, dann schießen wir da nochmal nach und machen nochmal diese Richtung. Oder wird vielleicht ein bisschen rockiger oder noch poppiger oder wie auch immer. Oder noch mehr Schlager, ich weiß es nicht. Also, wie ist denn die Reaktion von deinen Fans bei den Live-Auftritten? Jetzt vor Weihnachten, vor Silvester war es ja mit Sicherheit viel unterwegs. Und ja, wie haben die reagiert? Naja, viel unterwegs war ich jetzt nicht, aber es ist einfach so, dass also die Reaktion auf den Titel ist, finde ich, sehr positiv. Man wird auch angeschrieben und so weiter und so fort. Also die Richtung scheint ja okay zu sein. Und jetzt muss man halt sehen, ob die ganzen Radiosender oder Webradios oder was weiß ich auch immer den Titel halt spielen oder ob die Leute sich das wünschen beim Radio. Und dann wird man sehen, wie der Einsatz da ist und die Reaktion. Und dann schauen wir halt weiter. Ja. Jetzt habe ich am Anfang erzählt, dass viele Leute dich wahrscheinlich so optisch nicht so in der Schlagerszene jetzt einsortieren, eher mit was anderem. Er macht auch viel, so was wie Fernsehserien. Ja, in verschiedenen Geschichten wie Robotwache und solche Sachen. Mhm. Klar, also die Sendungen, die bei RTL oder Sat.1 Pro 7 am Nachmittag meistens laufen. Richtig. Und da könnte es eben sein, dass ihr ihn da wahrscheinlich besser einordnen könnt.
ne, wo er dann mal vor kurzem, was war das, irgendwie so ein Schalke gezogen hat. Klar, man kriegt auch schon mal so eine Flasche über den Schädel gezogen. Genau. Ich muss immer aufpassen, dass mir nicht die letzten drei Haare abbrechen. Ja. Also das Haar ist ja auch so ein bisschen dürrer geworden. Man wird ja nicht jünger, aber es macht mir einfach Spaß, solche Sachen zu machen, zu improvisieren. Man hat eben halt bei diesen, es sind ja alles nur so kleinere Rollen, kleinere Geschichten, wo man spielt. Manchmal hat man eine Hauptrolle, manchmal eben halt nur als Statist oder Komparse oder wie auch immer. Es macht mir jedenfalls immer wieder Spaß, solche Sachen zu machen beim Fernsehen. Vor der Kamera zu stehen. Man hat keine Texte, sag ich mal, die man wortgenau jetzt bringen muss, sondern man soll selber frei improvisieren. Und das ist ja das, was mir immer schon Spaß gemacht hat. Und da fühle ich mich auch gut aufgehoben. Ab und zu kriegt man wieder die Anfrage, kannst du, möchtest du, und dann bin ich natürlich wieder gerne dabei. Also das sind Sachen, was ich eben halt gerne mache. Auch. Ja, wie läuft das denn? Die geben dir eine Anfrage, sagen hier, wir brauchen jemanden, der eine Leiche spielt. Hast du da Lust zu? Oder? Ja gut, also man hat sich ja mal irgendwo casten lassen bei verschiedenen Produktionsfirmen. Und die wissen dann schon, wo so die Schmerzgrenze eines jeden ist, was er bereit ist, eventuell zu spielen. Und klar, man wird dann angefragt. Meistens ist es dann sehr kurzfristig. Man kriegt dann kurz erklärt auch, um was es geht, welche Rolle es ist, und dann kann man sich dann eben direkt entscheiden, machst du nicht. Und bis jetzt habe ich also das alles gemacht, was eben angeboten wurde. Klar habe ich irgendwo auch eine gewisse Schmerzgrenze bei bestimmten Themen, wo ich vielleicht sagen würde, okay, mache ich nicht. Aber war bis jetzt nicht der Fall, von daher alles gut und es hat Spaß gemacht. Man lernt immer wieder neue Menschen kennen, immer wieder eine schöne Herausforderung und macht immer wieder Spaß. Ist denn jetzt noch etwas produziert, was noch nicht gesendet worden ist? Ja, die letzte Produktion, ja, die wird jetzt auch irgendwann, den Sendetermin kriegt man immer kurz vorher Bescheid. Da wird auch was kommen. Ich schreibe es dann meistens an, wenn ich jetzt früh genug weiß, dann auch bei Facebook und so rein, wenn wieder der nächste Dreh ausgestrahlt wird. Also eine Sache, die ist noch nicht ausgestrahlt worden vom letzten Mal im Dezember, am 6. Dezember war ich glaube ich beim letzten Dreh, wird aber noch ausgestrahlt. Ich denke mal wahrscheinlich jetzt im Januar oder so. Schauen wir mal. Facebook können wir vielleicht noch ansprechen, da bist du auch zu erreichen. Ja. Wer irgendwie Fragen hat oder Interviewwünsche oder Autogrammwünsche. Klar. Ja, unter welcher Registrierung bist du da zu finden? Ja, ich bin also ganz normal unter meinem Namen, meinem echten Namen oder auch Künstlername Frank Wendler zu finden. Wenn man googelt, findet man mich auf jeden Fall. Meine Internetseite ist leider momentan nicht aktuell, weil ich habe mir die leider irgendwie ein bisschen selber zerstört. Ja, so Programmierfehler. Die wird aber irgendwann auch wieder auftauchen und wieder hochgezogen, dass man dann auch wieder über Frank Wendler oder der Wendler oder wie auch immer diese Namen, die ich dann habe, auch zu erreichen sein. Momentan habe ich eine Umleitung dann halt von den Servernamen auf Facebook, auf die Künstlerseite oder gefällt mir Seite. Ja, irgendwo findet man mich, wenn man mich sucht, auf jeden Fall. Gut. Kriegen wir hin. Dann sage ich Dankeschön für das Interview, für die Informationen, ja, die euch da draußen wahrscheinlich auch sehr interessieren. Ja, und ich wünsche weiterhin viel Glück. Ja, danke. Ja. Wie gesagt, also ich mache mir keinen Stress, ich lasse die Sache ruhig angehen. Mir macht es Spaß und solange ich Spaß an der Freude habe, werde ich auch noch weiter da sein. Und wenn ihr neugierig seid, wenn er dann im Fernsehen zu sehen ist, er schreibt es auf seiner Facebook-Seite. Genau. Behaltet ihn im Auge. In diesem Sinne, schönen Tag wünsche ich euch. Ja, wünsche ich auch. Macht es gut. Ciao.